Ja, es ist jetzt der 3. September. Ein Tag wie der andere eigentlich. Aber es ist Sonntag. Und worüber mache ich heute ein Video? Man hört vielleicht schon dezent im Hintergrund den Lüfter meines Rechners. Geht eigentlich von der Lautstärke her. Und da dachte ich mir, schauen wir doch einfach mal auf YouTube und reacten auf irgendwas Cooles Neues. Und wer aufgepasst hat, weiß, dass der 3. September doch nicht nur irgendein 3. September ist. Denn tatsächlich hat ein ganz bestimmter Herr Fakt ein neues Lied einer neuen EP veröffentlicht. Und der Hype scheint real zu sein, denn wenn man sich Kommentare unter dem Video anschaut und Reaktionen auf Facebook zum Beispiel, kann man ahnen, dass dieses Ding ziemlich ballert. Ich habe das Gefühl, wir sollten es uns sofort anschauen. Und es ist kein Geheimnis, dass zurzeit der Herr Fakt und ich ein sehr enges und inniges Verhältnis zueinander pflegen. Na gut, so eng dann vielleicht doch nicht. Und der gute Rapper hat im Vorfeld schon sehr große Töne gespuckt. Und ich muss ehrlich sein, ich habe mir einige seiner Musik gegeben in der Vergangenheit. Nein, Spaß beiseite. Ich kann natürlich auch ehrlich sein und sagen, so, es gab viele Tracks, die fand ich jetzt einfach nicht so ansprechend. Aber es gab dann auch ein paar Tracks, die ich übel feiere. Und genau das ist das Ding bei der Musik. In meinen Augen sollte es immer so sein, dass es ein Auf und Ab gibt, dass es Spannungen gibt, dass es abwechslungsreiche Tracks gibt, dass man nicht das Gefühl bekommt, dass irgendwas schon mal genauso veröffentlicht wurde von dem Interpret. Und dass es eben Tracks gibt, die man persönlich mehr feiert als viele andere Tracks. Sonst wäre es ja auch nichts Besonderes, oder? Oder? Schreibt's in die Kommentare, oder? Somit wollen wir uns den Track jetzt einmal geben und wehe, du hast mir zu viel versprochen, Bruder. Denn dann darfst du ab sofort in der Badewanne pennen, wenn du in Leipzig wieder Berufsschule hast. Ich schätze, das ist seine Frau, die er sehr oft für seine Videos missbraucht. Ich spann die Flüge, meine Chicken Wings, sehe im Augenwinkel, blicke auch als dickes Kind. Wir sind müde, hungrig, Atemnot, durch Doppelkinne, doppelten auf dich und mich und all die Hoffnung. Alter! Alles possible, großen Appetit meiner, weiße Haut, blaue Jeans, kleiner, in mir stecken tausend für die Seite, so für Arme, so wie Macho Mai. Einfach geben, 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 bis die Seele wieder lang. Der Typ, das war übelst geil. Ich nie besaß, lila Scheine und auf jedem Kontinent einen Mietvertrag. Meiner fragt nicht mehr, was kommt danach. Jeden Tag wach ich auf und jage, was ich in meinen Träumen sah. Qualität, Alter, was ist hier los? Das Video ist einfach komplett in fucking 4K, Alter. Wenn alles nur so wäre, Mann, dies und jenes in der Quere, kann ich warten, viele Pläne braucht die Schere, Mann. Für den goldenen Schnitt, ich würd den Regenbogen, doch die Wolken ziehen mit. Ich wurde erzogen, soll bescheiden bleiben, sei nicht verloren. Sei sparsam, also hungere und bleib auf dem Boden. Lass mich einfach. Das ist für eine geile Stelle, Mann, halt so. Ja, meine ersten Worte zum Track. Wie soll ich das sagen, Alter? Wie soll ich das sagen, ohne jetzt unfair oder verletzend zu klingen? Oh, ich sag's mal so. Der Track. Diggi! Dieser Track ist überkrass! What the fuck, man? Also, jetzt mal. Ja, das mal runterkommen, ne, und mal ein bisschen was zum Video sagen. Ich habe ja die ganze Zeit davon geschwärmt, wie geil ich diese Machart finde. Und damit meine ich, dass im Video einfach ultra viel abgeht, ohne dass zu viel abgeht. Das ist so ein richtiger Porno für die Augen. So von Sekunde 1 bis 4:17. Und es sieht einfach nur überkrass aus. Ich meine, 4K, das ist, spricht natürlich schon mal für sich. Aber die Schnitte, die er ja perfekt beherrscht, wie wir alle wissen,
so der Inhalt, dann der Tänzer, der einfach mega gut dazu gepasst hat, der hat auch einen krassen Job gemacht. Ich weiß nicht, ob er den kennt oder ob er da irgendeinen aus einem Madonna-Video rausgeschnitten hat, der gut tanzen kann. Und das Krasse ist ja, der Beat, den er für dieses Lied benutzt, der ist zwar von dem Herrn Kunstmann, aber der Rest ist komplett von ihm gemacht. Das heißt, die Aufnahmen, die Produktion, natürlich der Track an sich, als also die Lyrics. Und ich feiere zwar seinen Song Heuchland extrem, das war bisher so mein Lieblingssong, aber Invasion ist, der fickt einfach alles, ey. Dicker, du hast nicht zu viel versprochen, das ist in meinen Augen dein bester Song und dein krassestes Video bisher. Ey, wenn das Ding nicht ballert, dann weiß ich auch nicht. Und ich glaube, das wird mein erster Kommentar unter deinem Video sein. Mit diesem Song musst du einfach durchbrechen, Alter. Also alle großen Rapper da draußen, bevor ihr euch irgendeinen Lauch ins Boot holt, featuret mal den Faktmann, Alter. Weil, und das ist jetzt mein allergrößter, ausschlaggebender Punkt, der Typ verbiegt sich, seit er Mucke macht, verbiegt er sich nicht. Und es gibt einfach so viele, wenn nicht sogar 90% der Leute, die jetzt gerade in den Trends sind, in den Charts und die jetzt gerade die Rap-Szene bestimmen, gibt es kaum einen. Und nicht auf dieses Autotune, Dancehall, Gedöns aufsteigt. Und es ist mal wieder Zeit, dass realer Rap den Weg nach oben schafft. Das liegt an euch, Leute. Pusht den Scheiß. Teilt den Scheiß. Kommentiert den Scheiß. Geht anderen Leuten damit auf den Sack. Es gibt so viele Stellen in diesem Lied, die man einfach als totes Ohrwurm den ganzen Tag trällern könnte. Und ich bin gespannt, was noch auf seiner EP kommt. Da kommen, glaube ich, noch so 3 oder 4 Videos. Dann bin ich mal gespannt, ab wann du dich nicht mehr bei mir meldest, Fakt. Weil irgendjemand dich entdeckt hat und du plötzlich bei Universal bist. Und dein Beard Bro in Leipzig sitzen lässt. Aber ich gönn dir das. Ich gönn dir das, Alter. Also meine Lieblingsstelle im Lied habe ich tatsächlich auch schon gefunden. Finde ich so geil, weil der da so einen Abriss in der Stimme hat und so mal kurz so runterfährt und das so lang zieht und es schon fast wie Gesang so ein bisschen ist. Finde ich mega geil, Alter. Sei sparsam, also hungere, bleib auf dem Boden. Und das wird wahrscheinlich wieder einer dieser Sätze, die ich ständig benutzen werde, wenn er hier ist. Und wenn wir zusammen chillen, nur um ihn damit auf den Sack zu gehen. Genauso wie mit Bewaffnet und Ready. Oder ja.